Als Kind war ich immer sehr lebendig und lebensfroh. Ich habe immer alles Mögliche ausprobiert. Der Tag hatte leider nur 24 Stunden, war immer zu kurz. Und neben dem Malen gab es dann viele Sportarten wie Reiten, wie Tanzen, wie Tennis, wie Skateboardfahren, im Regen tanzen. Es hörte eigentlich nie auf, der Tag. Hi, ich bin Gesa-Bertine Hirschfeld und malende Künstlerin in Hamburg. Mein Bücherregal ist voll von Sachbüchern über Psychologie, Philosophie, aber auch Medizin, weil ich fand Aspekte über das Gehirn von Menschen schon immer sehr faszinierend. Vor allem, warum denken wir, wie wir denken, was denken wir? Und das zu analysieren, auch im Alltag, finde ich mega spannend. Das Malen hat eigentlich angefangen, als ich ein kleines Kind war, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben als Kinder sehr viel zusammen gemalt. Hintergrund war, dass wir Onkels haben, mehrere Familienmitglieder, die Künstler waren. Und dadurch lag es nahe, dass man in der Familie einfach sehr kreativ ist, gerne malt. Und deswegen fing es eigentlich schon im Kindesalter an. Und das hat sich dann stetig fortgeführt. Also auch im Abitur habe ich dann Fachabi in Gestaltung gemacht und viel gemalt. Es hat sich dann eigentlich immer wie ein stetiger Prozess fortgeführt. Die Technik, die ich jetzt aktuell verwende, ist eine, die ich mir komplett selber ausgedacht habe. Die besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Utensilien und Materialien. Ich denke nicht, dass da irgendwer drauf kommen würde, wie ich das genau mache. Es ist bisher auch noch niemand drauf gekommen, weil es wirklich viele unterschiedliche Utensilien beinhaltet. Jeder Pinselstrich fühlt sich an, als würde ich ein Stück meiner selbst freilassen. Jede Emotion, jeder Gedanke, alles, was in mir ist, kann ich dadurch freilassen. Und was frei ist, kann ich nicht mehr blockieren. Genau wie beim Reiten, wenn ich den Wind in den Haaren spüre, kann ich diese Gedanken einfach ziehen lassen. Oder beim Tanzen drehe ich sie weg. Oder beim Malen pinsel ich sie weg. Man kann es einfach komplett freilassen. Das Autofahren ist für mich auch eine Art der Freiheit. Es hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen, meine Gedanken freizulassen. Aber auch das Adrenalin, was ich dabei spüre, lässt mich frei fühlen. Für mich ist NIO eine Marke, die vor allem für Fortschritt und Innovation steht. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen in China, als ich dort gelebt habe, vor über 5 Jahren. Und die Power Swap Station kennengelernt habe. Und da dachte ich mir, boah, die trauen sich echt was. Nach meinem Sinologiestudium bin ich nach China gezogen für etwas längere Zeit, um dort auch zu arbeiten, die Sprache zu manifestieren und auch weiterzulernen. Dort habe ich vor allem gelernt, bescheiden über sein eigenes Wissen zu sein. Dass Intuition manchmal der beste Wegweiser ist. Und erst wenn chinesische Philosophien auf meinen abstrakten Kunstwerken sind, ist für mich das Kunstwerk vollendet und als Ganzes zu betrachten. Also die chinesischen Philosophien sind für mich die sprachliche Ausdrucksform des Kunstwerks und der Hintergrund ist damit quasi der nonverbale Ausdruck, also ein internationales Sprachrohr, so dass man es international verstehen kann beim Betrachten und dann aber auch wiederum, wenn man die Sprache beherrscht, beim Lesen.